Willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man aus diesen gewöhnlichen, abgetragenen blauen Sneakern diese Galaxy-Sneaker machen könnt. Für eure Sneaker im Galaxy-Look braucht ihr Klebeband, einen gewöhnlichen Haushaltsschwamm, Pinsel in verschiedenen Größen und wasserfeste Farbe. Ich benutze Acrylfarbe, weil die relativ günstig ist und sich gut auftragen lässt. Außerdem braucht ihr natürlich noch Sneaker. Hierfür nehmt ihr am besten schwarze Sneaker oder dunkelblaue. Das sind meine. Die sind halt schon ein bisschen abgetragen. Ich habe die schon ein, zwei Jahre und ja, die letzten Zeit einfach nicht mehr getragen. Und ich dachte, dass ich mal was Neues mit denen machen möchte und habe dann dieses Bild gesehen von diesem Galaxy-Style und dachte, dass ich das doch ganz gut hiermit machen kann. Das erste, was ich mache, ist die Schnürsenkel von dem Schuh entfernen. Das nächste, was ich mache, ist mit dem Klebeband hier diese Sohle abkleben, damit die beim Malen nicht dreckig wird und ich am Ende nicht irgendwie putzen muss, damit das wieder weggeht. Wenn ihr damit fertig seid, sehen die Schuhe ungefähr so aus. Ich möchte meine Schuhe gerne in schwarz grundiert haben, dass auch die Nähte hier an der Seite verschwinden und dass das halt einen größeren Kontrast hat zu diesem Galaxy-Style. Und darum male ich meine Schuhe jetzt schwarz an, auch mit Acrylfarbe. Das braucht ihr natürlich nicht machen. Ihr könnt halt entweder direkt schon schwarze Sneakers kaufen oder einfach hier mit dieser Grundlage arbeiten. Meinen ersten Schuh habe ich jetzt angemalt in schwarz. Der sieht so aus. Im Gegenzug dazu mal den Originalschuh. Ich habe jetzt beide Schuhe schwarz grundiert. Die sind beide getrocknet und ich werde ihnen jetzt den Galaxy Look verpassen. Für den Galaxy Look brauche ich schwarz und weiß und magenta und blau. Die erste Farbe, die ich verwende, ist ein dunkellila. Das habe ich gemacht aus Magenta, Blau und Schwarz. Und mit diesem Schwamm werde ich jetzt hier so in die Farbe reingehen. Und einfach das hier so ein bisschen auf meinem Schuh auftragen. Man sieht vielleicht, dass man das noch nicht allzu gut sehen kann, dass es nicht jetzt ins Auge sticht. Aber ich möchte halt, dass nachher die Übergänge schön sind, dass man, ja, dass man nicht direkt so eine helle Farbe hat. Schön ungleichmäßig hier auf dem Schuh verteilen. Und wie gesagt, die erste Schicht sieht man ja eh noch nicht so gut. Da macht es nicht so ganz viel aus. In diesem Intensiv. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist wieder etwas heller. Das ist so ein, ja, so ein Flieder-Lila. Das habe ich gemacht mit Magenta, Blau und Weiß. Was ihr für Farben nehmt und wie die Mischverhältnisse macht, das müsst ihr natürlich selber wissen. Ich habe es einfach mal nach Augenmaß gemacht. Nehmt also wieder den Schwamm, tunkt ihn wieder so ein bisschen da ein und tragt das auf euren Schuh auf. Die Zunge möchte ich übrigens nicht anmalen, deswegen stecke ich die nach hinten, damit die nicht wieder wird. Und da müsst ihr jetzt so ein bisschen tupfen und vielleicht auch mit der anderen Seite, dass das schön ist, dass der Übergang ganz schön ist mit dem Lila, was ihr davor aufgetragen habt. Und so macht ihr das dann an dem ganzen Schuh. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist so eine Art Altrosa. Die habe ich aus dem Fliegergemisch, was ich gerade verwendet habe, habe aber noch ein bisschen Magenta dazu getan. Und jetzt
mache ich genau das gleiche weiter, dass ich einmal in die Ro dass dieses Rosa reingehe. Und jetzt beachte ich halt, dass ich außen diesen Rand noch behalten möchte von dem Flieder, was ich gerade hatte, nur dass jetzt halt so einzelne Stellen so ein bisschen pink oder rosa, oder wie man es jetzt nennen möchte. Kommen, dass da so ein, dass da noch so eine warme Farbe dazu kommt. Die letzte Schicht, die ich jetzt auftragen werde, ist weiß. Hier habe ich gerade gemerkt, dass man da ziemlich vorsichtig mit sein muss. Also wirklich nur so ein bisschen in die Ecke, und dann müsst ihr doch auch, wenn ihr eine Unterlage habt, das ein bisschen noch abtropfen, weil das wird schon sonst ein bisschen krass sonst. Und einfach ganz vorsichtig hier so. Ich schon wieder darauf achten, dass die Farbübergänge halt schön sind, dass es nicht krass, zu krass wird hier. Dass man einfach nur noch so weiße Punkte hat. So entsteht halt, wie ich finde, so ein ganz echt, so ein ganz schöner Farbübergang von hell nach dunkel. Und auch das wieder einfach an jeder Stelle. Jetzt ist der Hauptteil geschafft. Und was wir jetzt noch machen müssen, sind die Sterne. Die Sterne tragt ihr mit einem kleinen Pinsel auf und weißer Farbe. Dazu müsst ihr einfach rund um den Schuh kleine weiße Pünktchen machen. In unterschiedlichen Abständen. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist die Folie unten abziehen und diese kleinen Ringe sauber machen. Das geht ganz einfach mit Nagellackentferner und mit Wattestäbchen. Da könnt ihr ganz einfach in euren Nagellackentferner reintunken und dann einfach die Farbe hier entfernen. Mein fertiger Schuh sieht jetzt so aus. Ich hoffe, euch gefallen die Sneakers in Galaxy Look und dass ihr mit der Anleitung was anfangen konntet. Falls ihr vorhabt, das nachzumachen, wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß dabei.